Der europäische Integrationsprozess war losgetreten. Seine Vertiefung erfuhr er auch aufgrund politischer Entwicklung. Etwa 1953 stirbt Stalin. Es kommt zu Aufständen in Ost-Berlin 1953, die Aufstände 1956 in Ungarn, Budapest sind hier noch zu nennen, sowie die internationale Krise, ausgelöst durch die Suezkanalkrise infolge des Dekolonialisierungsprozesses. Am 25. März 1957 konnten die Verträge über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG-Verträge, und die Europäische Atomgemeinschaft, Euratom oder EAG, in Rom von den 6 Gründerstaaten unterschrieben werden. Das sind die sogenannten Römer Verträge. Der EWG-Vertrag beinhaltet die Schaffung einer europäischen Zollunion, das heißt den Abbau der Binnenzölle untereinander und die Vergemeinschaftung der Zollpolitik. Innerhalb dieses Binnenmarktes sollen die 4 Freiheiten Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen verwirklicht werden. Die EWG-Staaten konnten einen wirtschaftlichen Aufschwung verzeichnen, an dem auch die anderen in der OEEC Vereinten Staaten partizipieren wollten. Allen voran das United Kingdom. Sämtliche Pläne der Schaffung etwa einer großen Freihandelszone mit den EWG-Staaten scheiterten, sodass ein Gegenmodell zur EWG geschaffen wurde, die Europäische Freihandelszone, die EFTA. Das war zunächst eine 6er-Gemeinschaft, getragen von Frankreich und Deutschland und den Benelux-Staaten, also Niederlande, Belgien und Luxemburg und Italien. In der weiteren Folge ist in mehreren Phasen die Erweiterung auf heute 28 und inzwischen 19 Ländern in der gemeinsamen Währung zustande gekommen. Ursprünglich hatten die Briten nicht mitgetan und ich habe mit meinem Kollegen und Freund, den in den 70er Jahren Schatzkanzler, also Finanzminister Dennis Healey, gefragt, warum denn Briten nicht mitgemacht hat damals in Rom. Hat er lachend gesagt, weil wir nicht geglaubt haben, dass das Projekt erfolgreich sein wird, und hat hämisch hinzugefügt, und wären wir dabei gewesen, wäre es auch gescheitert. Österreich als neutraler Staat war eines der 7 Gründungsmitglieder am 4. Jänner 1960. Dieser Mitgliedschaft waren innenpolitische Diskussionen vorangegangen mit der Frage, entweder Mitglied der EWG oder der EFTA zu werden. Schließlich brachte die SPÖ die Neutralitätsdebatte in die Diskussion mit ein, was den steirischen Landeshauptmann Josef Greiner Senior zu der Aussage verleitete, man werde an der Neutralität verhungern. Die EFTA bildet eine Freihandelszone, das heißt die Zölle der EFTA-Mitgliedstaaten werden abgebaut bei Aufrechterhaltung der Außenzölle zu den Drittstaaten und somit bei Aufrechterhaltung der nationalen Zollpolitik. Hauptintention der EFTA war es, in die EWG aufgenommen zu werden. Bereits 1963 stellten das Vereinigte Königreich und auch Österreich einen Antrag auf Aufnahme in die EWG, scheiterte jedoch daran, wie auch das Vereinigte Königreich. Österreich startete als einziges EFTA-Mitglied nochmals den Alleingang nach Brüssel, getrieben von der Abhängigkeit der österreichischen Wirtschaft zur EWG. Nachdem mühsam in den Verhandlungen geklärt worden war, dass Österreich in der formalrechtlichen Form einer Freihandelsassoziation mit den EWG assoziieren wollte, stoppte 1967 das Veto durch Italien sämtliche Gespräche. Also auch das war ein wichtiger Schritt in Richtung Integration, diesmal auf der wirtschaftlichen Ebene. Es gab ja seit 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Österreich konnte damals aufgrund einer sehr strengen Auslegung der Neutralität dieser EWG nicht beitreten. Es bestand aber die Gefahr der Abkoppelung Österreichs aus dem Prozess der wirtschaftlichen Integration. Wir haben daran teilgenommen, Sie haben das jetzt schon erwähnt, als Mitglied der OEEC, der noch damals ersten praktische Organisation der europäischen Integration auf wirtschaftlicher Ebene. Aber die OEEC hat nicht so tief gegriffen wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.
Und es haben sich daher Staaten, die aus den verschiedensten Gründen nicht Mitglied der EWG werden konnten oder wollten, haben sich in der Europäischen Freihandelsassoziation zusammengeschlossen, damals noch unter Führung Großbritanniens. Großbritannien war damals noch außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und das war für Österreich ein weiterer wichtiger Schritt, jetzt nach der politischen Integration über den Europarat, jetzt die wirtschaftliche Integration im Rahmen der EFTA zu vollziehen. Und die EFTA war für Österreich deswegen sehr wichtig. Ich habe es immer genannt, das ist eine Art G-Schule der europäischen Integration. Es war eine milde Form der Integration durch eine Freihandelszone. Es gab auch keinen gemeinsamen Markt, wie später in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in den europäischen Gemeinschaften. Aber es waren erste Formen der wirtschaftlichen Kooperation mit gleichgesinnten Staaten, die im selben marktwirtschaftlich liberalen System wie Österreich verhaftet waren. Das ist ja damals ziemlich hart blockiert worden von Italien. Es hat ein Veto Italiens gegeben gegen diese Annäherung Österreichs an die Europäische Gemeinschaft. Wir wollten ja eigentlich Mitglied werden, das längerfristige Perspektive. Das war aber nicht möglich, weil damals noch immer die Bombenanschläge in Südtirol stattgefunden haben. Und da hat es dann doch eine ziemlich massive Kehrtwendung auch gegeben, eine sehr enge Kooperation dann auch der österreichischen Sicherheitsbehörden mit den Italienern, aber auch im Gegenzug die Zusicherung, Waldheim war damals Außenminister, die Zusicherung eines weitreichenden Autonomiepakets. Das heißt, dieses Paket ist dann eigentlich so der Durchbruch gewesen, um eine friedliche Beilegung des Streites zu ermöglichen. Und damit hat dann Italien langsam seinen Widerstand aufgegeben. Die Verhandlungen selbst gerieten zusätzlich wegen der Zerschlagung des Prager Frühlings 1968 in Stocken. Österreich befürchtete Auswirkungen auf das Land. Derartige Befürchtungen waren nicht unbegründet. Immerhin protestierte die Sowjetunion seit 1961 gegen die österreichische Integrationspolitik und am Ballhausplatz hatte man schon einige sowjetische Warnbriefe erhalten. Faktum ist, dass die Bedenken aus Moskau wie ein Damoklesschwert über den österreichischen Verhandlungen hingen. Schlussendlich sollte diese Situation, die Österreich wieder zum Sonderfall machte, für einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche ausschlaggebend sein. Doch erst mit der positiven Erledigung des Beitrittsansuchens von Großbritannien am Haager Gipfel 1969 wendete sich auch für Österreich das Blatt. Gespräche wurden wieder aufgenommen und erfolgreich im Jahr 1972 beendet. Jeweils ein Globalabkommen mit EWG und EGKS wurde am 22. Juli 1972 abgeschlossen. Dieser Abschluss erfolgte gemeinsam mit Finnland, Island, Portugal, Schweden und der Schweiz. Einzig Österreich hatte auch zwei Interimsabkommen mit den EWG-Staaten geschlossen. Sie brachten der österreichischen Industrie einen kurzfristigen wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber den Rest-EFTA-Staaten, die nicht der EG beigetreten waren. Sie werden als treue Prämien für den österreichischen Alleingang gesehen. Es gab natürlich schon damals Stimmen, die gemeint haben, wir können sofort jetzt in die europäische, in die EWG eintreten. Wir könnten sofort diesen weiteren Schritt unternehmen. Das war aber aufgrund der damaligen geopolitischen Situation in Europa sehr schwierig. Das hätte zu Spannungen geführt mit der Sowjetunion und mit anderen Staaten im Osten Europas. Wir waren auch darauf bedacht, schon damals nicht alle Brücken nach Osten abzubrechen. Und die EFTA war eine Art Übergangsphase, in der man sich der europäischen Integration annähern konnte in dieser milden Form. Und das hat natürlich zu innerpolitischen Diskussionen geführt. Es gab auch auf Seiten der damaligen sozialdemokratischen Führung die ein bisschen törichte Behauptung, naja, die EWG ist eine Art Bürgerblock. Und es entstanden dann so plakative Feststellungen wie die rote EFTA und die schwarze EWG. Natürlich ein totales Missverständnis, was sich wirklich dort abgespielt hat. Aber die Innenpolitik hat hier ein bisschen hineingegriffen. Aber letztlich war die EFTA für uns eine sehr wichtige Übergangsphase in Richtung auf die europäischen Gemeinschaften, die späteren europäischen Gemeinschaften.
Und von allem Anfang an war ja die EFTA nicht darauf ausgerichtet, und das ist immer wichtig festzuhalten, sie war nicht darauf aufgerichtet, eine Parallelgesellschaft zu errichten. Die EFTA war von allem Anfang darauf ausgerichtet, Brücken zur EWG zu schaffen. Und der damalige Außenminister Kreisky hat sich sehr intensiv mit diesen Bemühungen beschäftigt, einerseits für die gesamte EFTA, dann auch für Österreich, Brücken zur EWG zu finden. Und es ist ihm ja dann als Bundeskanzler gelungen, 1972, den großen Brückenschlag zu vollziehen, nämlich zwischen EWG und EFTA eine Freihandelszone zu schaffen, also einen mit dem Beginn des heutigen gemeinsamen europäischen Markts. Also das wäre auch eine die Gründungsphilosophie der EFTA, sich schrittweise, soweit es eben geopolitisch und wirtschaftspolitisch möglich war, sich den europäischen Gemeinschaften anzunähern und nicht sozusagen neben ihnen eine zweite Integrationsform zu schaffen.